Das wird jeden Tag für jeden Spieler neu berechnet. Ja, aber das bringt jetzt gerade gar nichts. Der passt sich dynamisch an. Ich kriege ja gerade schon weniger XP. Da muss ich nicht reloggen, glaube ich, für. Ja, das Reloggen ist nur dafür, dass man sieht, wie viel Prozent man kriegt. So hat mir das Spark auch vorhin erklärt. Boah, guckt euch mal an, wie viel wir jetzt schon ausgehoben haben, ne? Ich glaube, der ideale Zeitpunkt zum Abgeben ist immer so bei 30 bis 40 Level. Übrigens, TNT hat nicht funktioniert beim Boss. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man da was droppen muss und sich den so ein bisschen schwächen kann. Ich glaube, die nächste Collection, die jetzt kommt, ist gleich Holz. War beim letzten Mal, glaube ich, auch so. So, wir haben jetzt gleich wieder 30 Level, werden wieder abgegeben. Das ist so geil. Ich gehe in den Spawn rein und bam, bin ich immer direkt hier ausgerichtet, da wo ich meine Base habe. Was kannst du mit den Level machen? Wenn wir jetzt das Ziel oben erreicht haben, die 10.000, dann schalten wir unseren Shop frei.
Nice, wie weit du schon bist, ja? Ich habe schon viel abgebaut hier. Oh, das habe ich hier ein bisschen zu weit gemacht. Das ist hier von Spark, der Server. Also das ist ein Projekt für Content Creator. Wir kommen auch gerade sehr gut voran. Wir sind schon fast bei 8500. Das ist auf jeden Fall auch noch mal ziemlich strong. So. Wir gucken mal nach dem Stand von der Collection. Und ich gehe die 40 Level abliefern, die ich habe.
Gleich sind es nur noch 1500. Nice. Kannst du irgendwie auch eine bessere Picke bekommen? Das hier ist gerade schon die beste, die ich habe. Die man momentan kriegen kann in der Stage. Wir müssen jetzt die 10.000 XP voll machen oben. Dann kriegen wir die nächste Stage und da gibt es dann wieder bessere Sachen. Oh, gleich bin ich wieder an Mining Level ab. Und 24. Okay, jetzt kriege ich auch immer nur noch ein XP. So, gleich habe ich wieder 30 Level. Mining Level macht, dass ich mit jedem Level kriege ich 2% mehr oder 4%? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder 5? Waren es 5%? Ich glaube 5% mehr Chance, dass ich einen weiteren Cobblestone gedroppt kriege.
Kaya Sena, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Der Raum ist schon wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Von der Größe. So. So, ich glaube, ich würde den Raum sogar noch mal einen Ticken vergrößern in der Breite. Wir haben jetzt 9 zu jeder Seite. Ich glaube, ich mache mal 3 mehr. Oh, ich muss mir gleich was Neues zu trinken gönnen. Ey, wir haben gerade mal 4:30, wie krass. Bin noch immer in CC gefangen, seit 10 Stunden schon wieder. Eieieiei. Ah, Julian, das wird noch richtig eskalieren, wenn das Farmwelt-Update dann irgendwann kommt. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube, da werden einige Leute komplett eskalieren.
Kyo King, moin! So, ach guck mal, jetzt kann ich das eh abbauen wieder hier, was ich zugebaut hatte, dann passt das. So, jetzt geben wir erstmal die 40 Level wieder ab. Okay. Also ich bin bei 8089. Oh, da muss ich noch einige Steine wegbauen. Bevor das was wird. So. Immerhin haben wir gleich schon die 19.000 XP voll. Bis heute Abend. Also ich glaube, noch ein Mining-Level ist, bevor wir das voll kriegen, vielleicht drin. Ich weiß jetzt nicht, wie hart das gleich reingepusht wird noch. Wenn die alle immer 40 Level abgeben, dann sollte es aber doch relativ zügig gehen. Jetzt haben wir gleich zwei Stacks von den komprimierten Steinen.
ein zu viel. Schon mal eine Fackel hin. Das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Aber wenn ich den Raum so haben will, also wenn ich das so bauen will, wie ich mir das vorstelle, dann muss ich noch viel mehr ausheben. Das muss wirklich ein riesengroßer Raum werden. Ich glaube, sobald ich den Shop habe, geht das auch alles angenehmer, weil dann gibt es nämlich auch so Tränke, die einem Haste geben und sowas. Damit kann man dann ja noch schneller abbauen. So, ich werde jetzt gleich noch schnell auf Toilette gehen, dann hole ich mir noch mal was zu trinken. So, ich gehe kurz strollern, Leute, ich bin sofort wieder da. Schöne kalte Kaktuseis. Tames HD, Alter. Dankeschön für 26 Monate. Moin, alles gut? So. Boah, Junge, das ist so warm hier in meinem Zimmer. Ist das krank. Haben wir lecker Brot gemacht. Mit Käse. Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. So, Temperaturcheck, Chat. Wie warm ist es bei euch? Schreibt mal die Temperatur von euch rein hier. Wie warm es bei euch ist. Bei mir sind 30 Grad. Junge, wie unterschiedlich. Warum schwanken die Temperaturen so geisteskrank? Die Temperaturen sind mehr am Schwanken als die Aktivität meines Chats. Kappa. Schweiz. Okay. Boah, schönes kaltes Kaktuseis, ey. Es gibt nichts Besseres. Oh, ist das geil.
Leider ist Turboschnecke nicht da. Ist überhaupt irgendein Mod gerade da? Hm. Nur ich. Kommt Turboschnecke heute, Schatz? Dann könnte ich den mit meinem schönen leckeren kalten Kaktuseis aufziehen. Ey, wir haben's bald, Chat. Der war heute früh da. Ah, okay. Alter, geil. Das war schön, das hat mich erregt. Herr Officer, Sie müssen mich verhaften, ich war ganz ungezogen. Ach, danke. Ich wollte einen Tiger machen und ich war ein Pirat, Junge. Noreax, wie du siehst, ich habe mich umgezogen extra für dich. Also, spiel deine Spiele irgendwo anders weiter. Herr Officer, ich habe beobachtet, wie Noreax sehr, sehr ungezogen war. Ich glaube, sie müssen mal ihren Knüppel rausholen. Meinst du diesen Knüppel? Noreax, ich möchte, dass du dich benimmst. Oh, Copyright, dein Skin werde ich melden. Copyright? Ja, so, also. Ja, das ist ein M&M. Ach so. Also. Tut mir leid, der Skin sieht so kacke aus, das erkennt man gar nicht. Ey, Digga, du bist auch Batman auf 3 Chemie mit einem Schwanz da unten zwischen den Beinen. Digga, das, ist Nostalgie-Skin, Junge. Ja, Digga, mach dir mal den Schwanz aus den Beinen, Alter. Was ist das? Du würdest gern so eine Maske tragen, wie ich habe. Digga, bist du ein kleiner. Bist du ein bisschen freaky? Ja, hallo? Leute? Nee, ich bin ein bisschen Lash. Du bist Lash? Okay, gut. Noreax, das wäre total toll, würdest du was zu dem Community-Projekt hier beitragen? Habe ich die ganze Zeit 10 Level jetzt gerade am Farmen, aber jetzt habe ich hier ein nettes Gespräch gefunden und dann nehme ich das wahr. Du bist aber auch immer gerade gut am Chillen. Ja, aber weil ich jetzt hier, ne, ich guck hier, dass hier Recht und Ordnung. Ich hoffe, es gibt eine Statistik, wer am meisten reingemacht hat. Da sehen wir, ob du mehr oder ich. Gut, dreh dich um, dann weißt du das. Dann kommt die Wahrheit ans Licht, Noreax. Ja, ich habe schon einige reingehauen, so 100, 200. Ich habe locker schon 5, 6, 7, 8, 900. So, ich werde mich jetzt verziehen und weiter grinden für die Community. Ey, das wäre so geil, wenn Spark jetzt einfach irgendwie so einen Blitzschlag auf Noreax runterhaut und er einfach tot ist und einen Tag vom Server runterfliegt. Irgendwie sowas wäre total geiler Content. Das wäre wirklich so geil. Marcy, wir sehen uns. Bis später in Conker. Command and Conker, generell. Kannst du hier schon mal angucken. Oh, schon gedownloadet, ist schon da unten. Ja, oh, hat kurz Pause gemacht, bin wieder da. Ja, was geht? Spark, wird man später sehen, wer wie viel zu dem Community-Projekt beigetragen hat hier? Nicht ganz. Lasst euch ein bisschen überraschen. Hallo, hört man mich? Also ich hab Alter, was? Digga! Was denn? Hörst du mich? Das ist an Bodenlosigkeit nicht zu überbieten. Das ist kein Batman. Denn, Digga, das ist so ein Scheiß-Skin. Digga, aber ich bin mehr Batman, als du es hier sein wirst. Digga, das sieht aus, als wenn du dich bereit gemacht hast mit hier, wie heißt der, Tomatolix, der da immer in die Clubs geht. Mit Tomatolix erstmal hier irgendwie wieder so ein kleines Doku-Video aufnehmen.
Ja, da unten ist das. Ja, da unten, ich geh jetzt ins Kid-Kabinett. Einfach mal wieder hier irgendwelche Dinge in den Arsch schieben lassen. Oh. Ey, ich bin live, ist mir alles scheißegal. Du würdest dir also live. live Dinge in den Arsch schieben lassen. Leute, ich weiß, warum Norex immer so ein Ding hat. Also, ich würde es vielleicht nicht eine Folge schneiden oder so, aber was nicht entmonetarisiert werden kann, ist mir egal. Oh, geil. Okay, also, das war noch nie ein Problem also, in dem Sinne. Ich sag mal so, Spark, sein erster Gedanke war gerade, zum Glück ist Revi gerade nicht hier. Ja. Ich habe die ältesten Zuschauer von euch allen, also von daher. Weird Flex. 92% sind über 18. Ja, aber das sagen die auch nur so, weißt du, damit die hier keine, weißt du, Einschränkungen bekommen. Damit die nicht auf Twitch gebannt werden unter 13 Jahre. So, also, das war schon vor 2 Jahren Craftex, also über ganz normale... Nee, Spark, du hast mit nicht Trimax selbst gechillt, du hast nicht 92% über 18 Zuschauer. Ja, die schauen mich aber nicht, weil ich zu sparkig halt bin, weißt du. Ich bin nicht so interessant für junge Zuschauer, die wollen eher was Aufgedrehtes, weißt du, da ist Norex eher der Kandidat. Und da komme ich ins Spiel. Ja, das ist schon, ja, okay, ja, du hast recht. Also meine Mods sind teilweise über 60, nur so nebenbei. Also wenn ich ein Kind hätte, ja, das dir zuschauen würde, ein Typ mit so einem Skin. Okay, aber ich vertrete ja gute Werte sonst so, das muss man sagen. Oh, ja, hallo? Also... Ey, ich geh mal wieder ein paar Level holen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, genau, dass ich sonst hier auch nicht genug Belohnungen kriege. Ja, aber meine Werte sind ja, oder? Also, hallo Spark. Ach du Scheiße, ey, was haben die denn alle hier für Skins? Ja. Da ist der Anzeigen-Hauptbasti. Ganz schnell weg hier. Deine Mods sind über 60, heftig. Ja, meine Mods sind doch auch alles Rentner. Und Noreax war gerade etwas überrascht. Der hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass ich das so direkt ausspreche. Ich glaube, da hat Noreax null mit gerechnet, dass ich das so direkt sagen werde. So. Zack. Also wir brauchen jetzt noch 590 Level.
Muss man nicht, aber mein Texture Pack funktioniert noch nicht in der Version. Nee. Das ist das Problem. Ey, was? Das Goal! Naja, 140 Level haben wir wohl nicht. Ey, bitte. Ja, dann Joe, jeder Level 90 holen. Level. Ja, hat nicht irgendjemand noch so einen Meilenstein oder sowas, den er machen kann? Genau. Ich hab das Level. Salam alaikum, meine Brüder. Salam alaikum. Salam salam, mein Bruder. Salam. Mashallah, was geht bei dir? Das ist krank. Das ist auch wieder so ein richtiger, typischer Joe-Move. Ja. Das sagt er immer. Das sagst du doch immer, Mashallah. Keine Ahnung, ja. Ja, dann lass uns hier einfach mal cool im Kreis stehen und einfach da drum stehen. Ja, ich denke auch. Wir können auch alle noch 10 Level farmen. Ja, wie wär's? Ja, wir haben 30. Ey, wir brauchen doch nur noch 10 Level. Ja, komm, ich hab jetzt. Ja, okay. Dann komm rein. Hä? 10 Level? Warte mal, achso. 50. Wenn Mike und Sebo gleich abgeben. Zack. Ich gebe jetzt ab. Perfekt. So, ich hab 30, ich habe 28, meine ich. 20 fehlt noch. Ja, dann Rainer. Genau, das reicht. Sind alle da? Ja. Und jetzt für dich Joe. Und nochmal, nein, Vorsicht. Okay, und dann können wir es voll machen. Schlag den Joe. Genau, mach voll. 7, 8, 9, zack. Alter. Oha, wie krass, geil. Leute, das ist das Ziel für Villager 2. Das machen wir morgen Abend am besten voll. Wir machen einen Termin für alle. Das ist Villager Nummer 2. Oh Gott, was geht ab? Wir machen das jetzt voll, hä? Digga, wie viel habt ihr? Ja, vielleicht ist es zu einfach. Ich kann mal. Morgen Abend, Digga, jetzt. Nee, das ist nicht so. Hä, und was ist mit dem da vorne? Was ist mit dem? Ich mach das jetzt voll. Nee, warte! Was? Wir müssen doch alle umreacten. Lass uns zugucken. Ja, lass uns das hier eben voll machen. Ja, okay. Ich mach das voll, okay? Mach voll. Okay. Genau. Oh, ja. Krass! Dinos! Den gibt's ja auch noch. Schön, dass die alle wieder da sind. Shop wieder aufgebaut. Oha. 70 Level. Ich hab nicht gelesen. Ja, nice. Eisenbahn, Kupferbahn und 70 Level. Wo kriegt man Kupfer her? Kupfer? Oh, wir müssen Drowns machen. Oh nein. Und da komme ich. Ach man, Spark, was soll das denn? Kupferbarren, ich hab's einfacher gemacht, um es neunfacher zu töten. Das ist wirklich gut. Weil letztes Jahr war Kupfer das Schlimmste. Also das war wirklich die. Nee, Eisen war schlimmer. Kupfer war chilliger. Eisen war schlimmer. Kupfer hat höhere Droprate als Eisen. Naja, aber du musst ja Drowns erstmal holen. Das war ja ein bisschen blöder. Ja, gegen der Mobfarm einfach unter Wasser setzen, wenn die unten stehen. Also Kupfer war easy, Eisen war schwerer. Ich habe aber anstatt einen Block von beiden nur noch einen Barren gemacht. Und denk dran, also ich werde dir nochmal ein Schild hinstellen. Das ist das Goal für Villager Nummer 2. Das werden wir morgen wahrscheinlich dann gemeinsam können wir den machen. Können wir den nicht auch hier gleich aufmachen? Achso, Blizzard hat sich mal umgeschaut. Sowas aber auch. Ah! Ja. Mir gerade aufgefallen. Also 48 ist ja auch nicht viel. Also das ist dann, oh mein Gott, lass es bitte die Lootboxen sein, bitte.
Bitte, ich brauch das. Das sind die Lootboxen, ja, ja. Lass das auch machen jetzt. Ich könnte es machen. Wollt ihr ganz kurz warten, bis die anderen da sind? Ja, ey, wartet doch, hallo. Ja, ey. Geil. Hallo. Mann, ey, ich bin noch gar nicht da. Ja, ich auch nicht. Ich muss overreacten. Echt mal. Wenn G-Time jetzt nicht hier ist, wird er sofort das Projekt beenden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber vorher werde ich alles in die Luft sprengen hier. Wie sie es gehört. Neues Neso habe ich geschrieben. Okay, ich bin jetzt da. Darf ich? Soll ich machen? Ja. Warte. Let's go. Wir warten. Nein, nein, wir warten noch. Wir warten noch. Also, es gibt noch mehr Shops zum Aufbauen, obviously. Also, im Nachhinein, ich hätte es teurer machen sollen, aber ich dachte am Anfang, das ist nur der Anfangspreis. Sind wir alle? Ja. Ja. Ah, okay. Rein. Schwupp. Oh. Fähigkeiten. Ja. Tja, habt ihr schon einen? Ja. Ich glaube, die einzige, die was hat, ist der Fuchs. Lootboxen. Oh, ja, okay. Hier nochmal. Tja. Digga, was, also, ja, das sind die Lootboxen, ich schwöre. Ich kann da was holen. Bitte, Spark, bitte. Gambling. Bitte. Leute, hat jemand noch? Oh. Okay, ich hab auch noch vier. Ich hab auch. Oh. Jo. Geil. 5000 Level im Pott. Also, es ist noch nicht vorgesehen, dass wir Lootboxen in der Stein-Ära in Stage 1 jetzt benutzen. Deswegen würde ich euch bitten, da vielleicht auch noch warten bis Stage 2. Weil die Lootboxen sind dieses Jahr ungefähr, also 10-mal so geil wie letztes Jahr, finde ich. Cool. Oh. Okay, und Stage 2 machen wir jetzt gleich auch noch direkt frei, oder wie? Beginnt offiziell so richtig, ne? Also mit dem Kauf des nächsten Zieles wird morgen Abend dann das Projekt so richtig durchstarten, was? Richtig. Das ist jetzt erstmal nur so der Anfang, was wir gemacht haben. Die Leute, ne, ein paar sind ja noch nicht da, haben noch nicht angefangen. Ein paar haben jetzt schon der Aufnahme angefangen, ein paar haben jetzt heute erst gestartet und so, dass man da halt genug Zeit hat, sich hier ist ein neues Ziel! Spark of Phoenix! 50 Subs, wenn wir das heute machen dürfen. Ey, ist das schon die ganze Zeit da? Ey, Leute, wir haben 9% Content-Fortschritt, ne? 9%. Ja. Die Shops haben jeweils 1% gemacht, obviously. Ja, okay. Stark. Nice. Aber das wird nicht so schnell steigen. Also es werde jetzt nicht jeden Tag 10% machen, auf keinen Fall. Ich will in die nächste Stage, Leute. Also wir haben jetzt, der zweite Villager kommt dann Tag 2, aber auch letztes Jahr, da haben wir teilweise 5-6 Tage oder eine Woche dazwischen gehabt, bevor der nächste kam. Also es wird nicht so schnell vorwärts gehen, wie jetzt am Anfang. Okay. Nice. Okay. Und das Goal, was hier hinten mit den 100.000 Leveln, das war schon die ganze Zeit da. Habt ihr höchstens übersehen. Egal. Na dann. Also wie schon gesagt, der Spawn, der ist nicht derselbe vom letzten Jahr. Ich hoffe, das ist jetzt eindeutig klar. Weil Drew hat am Anfang gesagt, ach, sind wir der Elements 1 oder was? Das ist cool. Hier ist aber ein bisschen was passiert. Also es wird größer. Ich hole dieses Jackpot. Aber die zwei neuen Shops da, jetzt der Glücksspiel und der andere ist noch nicht von Nutzen für uns, richtig? Doch, theoretisch. Also wir brauchen jetzt bestimmte Items, die zum Beispiel der Boss droppen kann. Level. Und dann kannst du damit arbeiten. Sehr nice. Tjan, darf ich nochmal gleich kurz sprechen? Er ist nicht da. Okay, alles klar. Bis gleich. So, wer macht jetzt für alle hier eben Kupfer? Ey, wer hat hier diesen Kobbelgenerator-Sound? Warum, bei wem hört man das? Das ist bei Sebo, bei dem dampft's richtig. Sebo, Mann, Sebo, warum dampft das bei dir so? Ich hasse Audio, ich weiß nicht. Es dampft bei dir, aber übertrieben. Übertrieben. Ist das besser jetzt? Also jetzt hört man nichts mehr dampfen. Oh, ich hab's gefixt! Geil! Ich glaube, sie hat es falsch verstanden. Sie mussten den Drowned töten und sich nicht selber. Ist egal.
Nochmal kurze Frage, hört ihr Musik im Hintergrund? Nee. Kann nicht. Geil, da habe ich gefixt. So, wartet mal. Ey, ich habe goldene Schuhe hier gekriegt. Ich, wir müssen eigentlich unsere Farm ummodifizieren, ne? Für Kupferbarren. Wichtiger und Fabo sind noch da. Hatte der nicht gerade gesagt, er kann elementare Gegenstände verbessern? Ja, ne? Ah, kacke. Ich habe hier oben vergessen auszuleuchten. Das darf ich nicht vergessen. Mist, ey, wir machen erst morgen den Villager. Noch eine Schicht über die Dings bauen, sagst du? Das wäre natürlich eine Idee, ne? Die Mobfarm nochmal. Aber ich glaube, wir brauchen die danach gar nicht mehr groß. Ja, ich weiß, dass dann mehr rankommt, aber die Sache ist halt die, ob sich das lohnt, ne? Ich werde in LS25 reingehen, Skater, ja? Genauso will ich auch Planet Coaster in Kürze starten, als Vorbereitung auf Planet Coaster 2. Und ich habe noch ganz viele andere Games. Für Kupfer vielleicht. Ja, aber es wird ja keine Kupfer-Collection in dem Sinne geben, Sanyo, weißt du? Und Kupfer kann ich später über einen Shop kaufen. Das wird sich safe mehr lohnen wegen Kupfer und Eisen. Nein, wie gesagt, ich kann es im Shop später kaufen bei uns. Deswegen macht es gar keinen Sinn, diese Farm so giga auszubauen. Ey, Blizzor, bist du da? Jo, hi. Ey, du bist ja in der Netherwelt, ne? Yes. Willst du mein mein Handelsbeziehungspartner werden? Können wir gerne machen. Dann, wenn du irgendwas brauchst aus der Stone-Welt, meldest du dich einfach bei mir.
Okay, klar, gerne. Alles klar, machen wir so. Ich bin auch aus der Gruppe jetzt raus, ja? Ich muss jetzt hier ein bisschen grinden. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Danke, ebenso. Bis dann. Bis dann, ciao. LS25 habe ich auch schon vorbestellt. Ey, das ist ja geisteskrank, was da alles für Änderungen reinkommen. Ich habe da richtig Bock drauf. Okay, da habe ich schon jemanden. Moin P2002P, alles gut? Der Grind geht jetzt richtig los hier. CC Legend, moin. Viel zu warm, eieiei. Ja, weil ich aufgeholt habe, Switchy Omega. So. Das haben wir mal eben schnell alles eingesammelt hier noch. Gut. Das packe ich mal da rein. Oh, warte mal. Hier haben wir auch noch ein bisschen Knochen. So, das kommt hier alles rein. Genau. Davon bräuchte ich jetzt welche. So, was ich jetzt machen müsste, wäre folgendes. Bin weg, Servus, alles gut? Okay, da ist schon einer dran. Willst du hier was machen, Spark of Phoenix?
Shit. Okay, da kommen jetzt einige. Die ertrinken nicht, ne? Doch! Er ist zu einem Drowned geworden. Hat jemand ein paar Geschenke für Geringverdiener übrig? Mods? Haben wir ein Geschenk für einen Geringverdiener? Mist. Da war kein Kupferbarren leider bei. Protection 2, Feather Falling 2. Ah. Craft die lieber zusammen. Ah, sehr schön, hat sich verwandelt. Hat sich noch einer verwandelt. Sehr schön, wir müssen ein bisschen warten, die müssen sich verwandeln.
Ja, ich hab den Kupferbarren. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das Wasser hingesetzt. Perfekt. Ey, ich bin so ein geiler Typ, ne? Du brauchst einen Kupfer und einen Eisenbarren. 70 Level? Ich benötige einen Eisenbarren, einen Kupferbarren und 70 Level. Wo sind denn Farbe und wichtiger? Sind die da hinten? Ich weiß, er macht morgen oft, ey. Geil. Ich weiß nicht warum. Ja, weil er nach fucking Schweiz fährt, du Vollidiot. Ja, aber erst abends. Er kommt da angelaufen. Was gab, Kevin? Ey, moin. Ey, pass auf. Ich habe gerade an der Farm ein bisschen modifiziert. Ich habe... Geil. Zwei ja. bekommen. Boah, einen kann ich krass. Euch geben. Ey, das ist so lieb, ne? Aber ich hab auch schon drei. Guck mal hier. Das? Du, wann habt ihr die geholt? Ey, gerade eben. Hä? Aber, gib die, hat Sebo schon? Gib Sebo am besten. Ja, dann gebe ich Sebo. Ja. Da wäre ich mit dem, Wir sind good to go, aber dankeschön. Kein Problem. Leon, dankeschön für 20 Monate. Liebe geht raus. Ich dachte, die haben noch gar nicht. Da hatten die schon drei Stück. Dann kriegt Sebo den. Leon, dankeschön für 20 Monate. Liebe geht raus. Ich danke dir.
Ich weiß nicht, wo Sebo bleibt. Ich hole mal eben ganz kurz hier. Den habe ich schon. Sebo! Hier, Mann. Bitteschön. Gönn dir diesen geilen Kupferbarren. Kevin, ich danke dir. Du hast mich kein Problem. Gerettet. Ich hab Wenn durch... du etwas benötigst, sag's Bescheid. Ey, Sebo. So wahr wir beide jetzt hier stehen, frage ich dich, möchtest du mich offiziell zu deinem Beziehungshandelspartner nehmen in der Steinwelt? Vertrag unterschrieben. Wir Sehr sind geil. Partner. Du bist mein Ansprechpartner Nummer 1, wenn ich was brauche aus der Luftwelt. Ich werde mich Und bei dir melden. Du bist mein Ansprechpartner Nummer 1 für die Steinwelt. Ja, ich will. Ja. Ich auch. Let's go. Let's go. So. Okay. Warte mal, wie viel brauchen wir? 9611. Das heißt, das sind 389 Blöcke, die ich circa abbauen muss noch. Okay, das passt. Ey, das macht so Bock, Elements, ne? So ein geiles Projekt. Chat. Kaktusklicker bockt auf, freut mich zu hören, Major. Jetzt, wo so viele im Discord sind, wieso? Wie viele sind im Discord? Okay, ja, ist trotzdem gut noch was los. Man muss bedenken, heute ist eigentlich auch sehr warm, ne? Wir haben 31 Grad gerade. Ich denke mal, gegen Abend werden es auch mehr Leute nochmal.
Lass sie reden. Moin, alles gut? Von wem ist das Projekt? Von Spark of Phoenix. Ja, Koi Eto ist geplant. Hier ist auch ganz schön warm, lass sie reden, aber es lässt sich aushalten. War vorhin im Garten ein bisschen was gebastelt und nach 10 Minuten gelaufen wie ein Wasserfall. Oieieiei. Ja, hier sind jetzt auch gerade 31 Grad. Aber ich glaube, bei uns soll es sogar heute gewittern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich gucke mal. Also hier steht auch noch Unwetterwarnung. Latzmann, moin, alles gut? Moin Nanu, ja, das glaube ich dir. Mein PC geht eigentlich. Dafür, dass es so heiß ist, der ist jetzt gerade bei Temperatur CPU 53 Grad. Das geht eigentlich. Da kann ich mich eher weniger beklagen. Oh, morgen soll richtig krass gewittern, ja. Heute nicht mehr. Obwohl die eigentlich für heute angesagt hatten, aber... Morgen dafür umso mehr. Das wird eine unangenehme Nacht. Also am Handy zeigt er sogar 33 Grad. So, wir gucken mal wegen der Collection, ob ich claimen kann.
So. Der war das, ne? Ich habe deine Enderkiste verbessert. Schau, ob es geklappt hat. Upgrade-Station. Zehntausend Level. Eieieiei. Ja, das kann ich ja knicken, 10.000 Level. Wie soll ich die denn zusammenkriegen? Ich jetzt gefühlt gar keine Level mehr. Eieiei. Ich bin am Überlegen, Leute. Oh, wartet mal. Mir fällt gerade ein, was ich vielleicht mal machen könnte. Müsste ja jetzt gehen. Nee. Okay, geht noch nicht. Schade. Hier alles rein, so lange dann. Okay, den kann ich auch wieder zurück tun. Das lege ich mal so lange da rein. Ja. Das kann auch hier rein. Zu fooden habe ich auch erstmal genug. Dann würde ich sagen, Leute, werde ich auf jeden Fall jetzt darauf hinarbeiten, weiter hier erstmal den Ausbau in meinem Dings zu machen, ne? In meiner Höhle. Mein Zimmer ist im Keller, weiß gar nicht, was ihr habt. Hier ist es schön kühl. Oh, Kellerzimmer ist im Sommer auf jeden Fall godlike. Im Sommer ist das crazy.
Entschuldigung, Chat. Die ist an Fall hier. Eieiei. So, jetzt werden wir uns erstmal dann hier richtig schön XP gönnen. Danke, danke. Ja, ich kann jetzt halt jetzt meinen Ausbau vornehmen, Leute, ne? Was anderes bleibt mir sowieso nicht übrig. Quenk, Bro, moin. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ja, ich würde die Base hier sowas von freikloppen. Eigentlich muss ich sogar höher bauen. Also quasi so. Damit ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. So, wait, wir machen mal hier minus 12, minus 55. So. Okay. Da muss ich bleiben und dann muss ich auf 13 rüber. Machen wir mal. Was ist so dein Plan in Elements? Ich will mir halt eine richtig krasse Base bauen, ne? Und richtig reingrinden. Deswegen bin ich jetzt heute auch volle Kanne hier reingegangen in Elements.
Kado, Bomb, moin, alles gut? Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, bei euch alles bestens. Danke, danke. Benjolok, moin, alles gut? Wann hast du angefangen? Heute um 12. Ich hab gecallt, ich werde volle Kanne reingehen dieses Mal in der Staffel. Ich hab geguckt, dass ich den Kaktusklicker meinen Grind so weit fertig kriege, dass ich den nur noch sehr passiv erstmal laufen lassen kann. Und jetzt gehe ich hier voll in Elements erstmal rein die nächsten Tage. Ein bisschen traurig macht mich, dass wir den NPC erst morgen freischalten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir heute schon in Stage 2 reingehen. Ich bin zu sehr im Grind drin, ist das Problem, glaube ich. Raw Spongy, Dankeschön für 11 Monate. Moin, alles gut? Also wenn wir das noch in der Höhe ausgehoben haben, dann ist die Höhle auf jeden Fall schon richtig riesig. Kann man da irgendwie mitmachen bei Elements? Leider nicht, nein. Das ist ein Only-YouTuber-Projekt. Ich bin heute in Kaktusklicker von Seelenplatz 210 auf 140 hochgegangen. In einem Tag hast du 70 Plätze geclaimed. Und dann auch noch in so einem hohen Bereich. Digga, wie sehr hast du reingesuchtet, Julian? Ist das krank? Nameless, moin, alles gut bei dir. Was zockst du gerade? Ich bin gerade in Elements hier.
Kann das jeder spielen? Nein. Das Ding ist, was ich aber pushen kann, ist meine Collection. Kann man das Projekt selber spielen? Nein. Das geht leider nicht. So. Der PC rastet so aus. Eieieiei. Aber wie gesagt, bei mir geht's eigentlich jetzt. Momentan. Das ist so geil, dass die Spitzhacke hier unbreakable ist, ne? Was ist eigentlich die Bossbar? Das da oben ist das nächste Ziel. Mit dem wir den neuen Villager freischalten. Aber den dürfen wir heute noch nicht freischalten.
Moin, Leroy, ja? Ey, ich bin hier geisteskrank am Gas geben. Zack. So, dann bauen wir jetzt hier erstmal weiter ab. Nö, nicht wirklich, Leroy. Ich baue einfach spontan. Ich habe zwar eine Idee, wie ich bauen will, aber ich habe da jetzt nichts vorgebaut. Bautechnisch bin ich ja mittlerweile auch noch mal ein bisschen besser geworden. Ich krieg teilweise 6 raus, wenn ich einen abbaue, ne? Charlie Lee. Das ist das Geile. Man wird halt einfach nicht zugemüllt.
Wir haben jetzt eine Anti-G-Time-Organisation gegründet und ein Maulwurf im Chat. Vielleicht solltet ihr eine Organisation gründen, um euren IQ gemeinsam zu steigern. Der war gut, Arne. Ja, euer IQ kann ja nicht sonderlich hoch sein. Ein Maulwurf in einem Chat von einem Stream, wo hunderte Zuschauer sind. Also alles, was ich hier sage, das können hunderte Leute mitkriegen und aufnehmen. Wofür willst du einen Maulwurf in so einem Chat? Also das ist unfassbar dumm. Ist das doch nicht nur einer? Ja, ja, das ist der Typ, der sich 10 Accounts erstellt und so tut, als wenn das seine Freunde wären, der irgendwie so eine Zuschose hat. Haben einen Maulwurf. Ist das doch hier? Oh, gleich bin ich auf jeden Fall wieder Mining Level up. Das ist auch gut. Weiß ich nicht, Dokulix.
Ich würde denen jetzt auch gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Also wenn der wiederkommt, bann die Mods den einfach immer wieder und gut ist. Also an der Art, wie der sich auch ausdrückt, merkst du ja, dass der, also dass das wirklich jemand ist, der noch sehr jung ist. Einfach ignorieren. Ich gehe davon aus, er macht das auch weniger jetzt, weil er irgendwie nerven will oder so. Das ist einfach nur wegen Aufmerksamkeit. Deswegen einfach gar nicht mehr beachten. Sonst müssen wir die Leute, die dann das mit beachten, auch einfach entfernen, weil das wird dann von alleine aufhören. Vor allen Dingen, wenn er jetzt jedes Mal von den Mods reported wird, wird sich das Twitch natürlich auch angucken. Oh. Spark hat gesagt vorhin, er war schon Mining Stufe 29? Oder habe ich das falsch verstanden? Hat er gesagt. Wie hat er das denn so schnell geschafft? Age of 8, Dankeschön für 48 Monate. Liebe geht raus. So. Mach das, Charlie. Okay. Sogar noch eine Lebensfrucht später.